Ja, hallo liebe Phoenix-Freunde, liebe Fußballfreunde, alle Interessierten zur vierten Folge von Adler TV. Da sind Olli und ich, managen das heute mal ganz alleine, ohne Hilfe. Weil der 1. April ist, kriegen wir das bestimmt auch gut hin. Was waren die allgemeinen Themen, auf die wir immer mal zu sprechen kommen möchten in dieser Woche, am vergangenen Wochenende spielfrei? Olli hat es mit der Truppe trotzdem genutzt für ein tolles Testspiel gegen Kurslack. Sehr erfolgreich. 7 Dinger den eingeschenkt. Das war aber vielleicht nicht das ganz Wichtigste an diesem Tag, sondern wir haben die Eintrittsgelder und Spenden gesammelt für eine Aktion für die Ukraine und haben uns als Institution hier in Lübeck ausgesucht, das Tierheim. Nicht um das Tierheim eben zu fördern, sondern das Tierheim fördert damit die Haustiere in der Ukraine. Und das war eine schöne Aktion. Ich glaube, circa 500 Euro sind da zusammengekommen. Da kriegt man schon ein bisschen Futter. Das war also sehr nett. Vielen Dank an alle von euch, die da gespendet haben. Ja, wenn wir die Woche sonst noch so zurückschauen. Oh, jetzt kommt, Ollis Kaffee kommt. Dafür können wir kurz unterbrechen. Nein, wir machen gleich weiter. Wir haben dann in dieser Woche. Danke dir, Marc. Da freut sich auch der Marc besonders drüber. Schon nach 6 Monaten sind die Arbeiten hier abgeschlossen am Adlerhorst. Wir haben ein neues Entree bekommen. Die Pflasterarbeiten sind beendet. Das ist organisiert, ne? Fast. Ja, sehr gut, danke. Die Pflasterarbeiten sind abgeschlossen. Nach 6 Monaten schon. Und so ist am Samstag hier ein großes Fest geplant. Noch vor unserem Spieltag. Es wird hier die Stadt Lübeck zusammen mit Vereinsvertretern ein paar Blumenpflanzen, Stiefmütterchen, ähnliche Sachen werden gepflanzt und die restlichen Steine stellen wir dir dann für deine Terrasse zur Verfügung, die du gerade bauen willst. Ne? Herausragend. Ja, sehr schön. Das gibt es Neues und dann haben wir den 1. April. Heute, wir haben uns überlegt, was ist der April-Scherz für euch? Könnte der April-Scherz sein, dass wir am Sonntag nicht am Bunyamshof spielen, weil der Bunyamshof einfach in katastrophalen Zustand ist und seit dem Altona-Spiel keine Pflege mehr bekommen hat? Könnte das der April-Scherz sein? Nein, leider nicht. Es ist kein Scherz, liebe Phoenix-Freunde. Wir können am Sonntag nicht am Bunyamshof spielen. Wir haben zwar schön viel eingekauft, unsere Gastro ist super vorbereitet, ist mit viel Geld in Vorleistung gegangen, alles ist organisiert, viele Leute haben geplant, aber das Spiel findet nicht statt. Die Platzkommission hat gesagt, nein, es geht nicht, es ist gefährlich. Das hat nichts mit Regionalliga zu tun, sondern mit jedes andere Fußballspiel wäre auch abgesagt worden, weil größte Verletzungsgefahr besteht. Olli. Und das ist leider kein April-Scherz. 14 Uhr. Wir haben es jetzt mit dem NFV gerade vor wenigen Minuten durchgeboxt, dass wir hier auf dem Kunstrasen an der Travemünder Allee 69C spielen, weil es keinerlei Sicherheitsbedenken gibt von der Polizei. Also wenigstens haben wir diese gute Nachricht, dass wir spielen. Die traurige Situation um den Buni, den wir leider auch ja nicht kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, sondern dafür auch noch in die Tasche greifen, die ist ja wirklich nicht schön und ich hoffe, das geht jetzt auch in Richtung Hansestadt Lübeck. Liebe Sportfreunde, lasst uns da bitte nicht im Regen stehen. Dies ist nur eine Ausnahmeregelung vom NFV. Sonst ist Regionalliga halt nicht möglich. Ja, es sei denn, der VfB lässt uns häufiger an der Lohmühle spielen. Aber das will auch keiner. Ja, und so ja, bleibt es jetzt beim Kunstrasenspiel. Alles um das, eins habe ich noch vergessen, diese Woche war super, unsere Bundling-App.
Business Bundling App. Kennen viele wahrscheinlich schon von euch, hat sich in dieser Woche besondere Aufmerksamkeit erfreut. Und so, wenn ich jetzt dann auch noch die Ukraine-Aktion in diese Woche reinrechne, dann würde ich sagen, das ist schon mal ein 2:0 für Phoenix Lübeck in dieser Woche. Finde ich gut und finde ich in Ordnung. Wenn wir jetzt einen Hattrick draus machen am Sonntag, wäre es noch schöner. Olli, ja, dazu erzählst du jetzt noch mal kurz was. Dankeschön, Frank. Ja, steht tatsächlich 2:0 und die Thematik mit dem Hattrick, die haben wir zuletzt auch ein bisschen überstrapaziert, nicht im negativen Sinne, sondern durchweg im positiven Sinne. Wir haben den Sieges-Hattrick gelandet in den ersten drei Spielen. Wir haben jetzt den zumindest theoretischen Heimspiel-Hattrick vor der Brust. Jetzt ändert sich kurzfristig etwas, das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt irgendwie den Kopf in den tiefen Sand am Buniamshof stecken, sondern dass wir uns dann jetzt in den letzten beiden Trainingseinheiten auf das vorbereiten, was dann so ein Spiel auf Kunstrasen auch ausmacht. Ändert so ein bisschen die gesamte Herangehensweise, aber das ist ja dann eben unser Thema und nicht das Thema der Stadt. Insofern stellen wir uns der Situation und machen das auch gerne, denn wir wollen unbedingt Fußball spielen. Diese Mannschaft verdient es auch, dass sie das, was sie jetzt insbesondere auch in den letzten beiden Wochen wieder geleistet hat, dann auch in Leidenschaft und Energie auf dem Platz dann präsentieren darf. Ich möchte, bevor ich auf die aktuelle Situation eingehe, einfach auch nochmal so ein bisschen zurückkommen auf das, was sich ja hier letzten Freitagabend abgespielt hat. Ein Testspiel, was wir angesetzt haben, und vor allen Dingen auch den Jungs, die zuletzt ganz wenig Spielzeiten hatten, die Möglichkeit zu geben, sich ein bisschen ins Schaufenster zu setzen. Aber auch unseren Fans einfach nochmal einen schönen Wochenausklang mit auf den Weg zu geben. Für diesen Anlass haben wir uns keinen geringeren als den Hamburger Oberligisten Kozlak 9 Gamma eingeladen. Man weiß ja nie, wie so ein Spiel verläuft. Wenn man so ein bisschen vielleicht in den Ruhemodus schaltet, dann kann so ein Spiel auch mal negative Effekte mit sich bringen. Doch, und da waren wir uns letztendlich nach dem Abpfiff alle einig, das, was die Mannschaft dann auch speziell in diesem Spiel gezeigt hat, das verdient allergrößten Respekt. Ich habe mich dann im Nachgang zu einer rhetorischen Frage hinreißen lassen, die da lautete, wann man denn zuletzt schon mal hier an der Travemünder Allee eine Phoenix-Mannschaft gesehen hat, die mit so viel Leidenschaft und Intensität agiert. Als ich diese rhetorische Frage gestellt habe, die dann einen Tag später ein bisschen anders in den Medien dargestellt wurde, hatte ich in keinster Art und Weise irgendetwas Diskreditierendes in Bezug auf all das, was im Vorwege vor meinem Engagement hier bei Phoenix Lübeck stattgefunden hat, in Frage stellen wollen. Ganz im Gegenteil. Ich habe mich frühzeitig gleich auf der ersten Antrittspressekonferenz anerkennend geäußert und daran hat sich auch nichts geändert. Ich weiß, was erforderlich war, um diesen Verein aus der Kreisliga in die Regionalliga zu führen. Ich habe das nie in Abrede oder in Frage gestellt, ganz im Gegenteil. Wenn ich mit so einer rhetorischen Frage aufwarte und Begeisterung für das zeige, was meine Mannschaft aktuell leistet, dann möchte ich einfach nur alle Phoenixer mit auf diese Reise nehmen, die wir gerade angetreten haben. Ich möchte, dass wir uns freuen und nicht, dass wir uns, wenn dann so ein Satz mal irgendwo in der Zeitung steht, dann erstmal wieder in einen WhatsApp-Dschungel begeben und dann Nachrichten platzieren, die aktuell überhaupt gar nicht zu unserer Situation passen. Wir haben eigentlich ein ständiges Grinsen hier im Gesicht, weil wir etwas geschafft haben, was wir uns möglicherweise selbst gar nicht zugetraut haben. Wir haben die Chance, noch vorm Eier suchen. Mit 6 Eiern, die wir aufs Konto bekommen, den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern. Und das ist doch fantastisch. Und dementsprechend müssen wir doch alle uns jetzt hier permanent in den Arm legen und sagen, was wir eigentlich alle für tolle Kerle sind.
Frank und ich machen das eigentlich jeden Tag. Kriegen wir gut hin. Wir machen das jeden Tag. Aber es wäre super, wenn wir dabei noch ein bisschen Gesellschaft bekommen könnten. Denn es geht überhaupt nicht um mich, oder es geht auch nicht um Frank. Es geht eigentlich um nichts anderes als um Phoenix Lübeck. Es geht darum, dass wir hier eine wirklich aktuell hervorragend funktionierende Fußballmannschaft vorfinden, auf die man stolz sein darf. Da muss man nicht irgendwie jetzt wieder das Haar in der Suppe suchen, sondern diese Jungs haben sich das, was sie jetzt dann auch auf dem Punktekonto sehen, brutal hart erarbeitet. Und so ein Spiel, wo es vermeintlich ja um nicht besonders viel geht, an so einem Freitagabend dann hier ein Feuerwerk abzufeiern, das hat mich einfach umgehauen. Das fand ich fantastisch. Denn eins darf man ja auch nicht vergessen, jetzt kommen wir so ein bisschen auf den Gegner, der uns dann am Sonntag hier besucht. Wir haben nicht alle Mann an Deck, sondern wir haben ein paar Spieler, die uns jetzt erstmal schon mal relativ lange fehlen und die uns möglicherweise auch noch ein bisschen länger fehlen. Das heißt, wir haben schon seit 2 Spieltagen nicht alle Kaderplätze besetzt. Und das wird auch dieses Wochenende wieder nicht so sein. Wir haben ein paar Fragezeichen hinter ein paar Namen. Kusi Kwame, Nico Fischer, Conor Gnerlich und Hendrik Bohr sind sowieso nicht dabei. Abu Rashid befindet sich im Aufbautraining, auch das ist noch fernab der Planbarkeit. Insofern sind das sind ja auch keine Namen, die jetzt überhaupt nicht zu unserem Konzert dazugehören, sondern das sind Namen, das sind planerische Größen eigentlich in unserem Spielmodell. Und trotzdem ist es so, dass ich mir darüber überhaupt keine Gedanken machen muss, dass das irgendwelche Auswirkungen haben könnte. Und dementsprechend freuen wir uns auf den hannoveranischen SC, denn diese Mannschaft kämpft wirklich mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln um den Klassenerhalt. Und das müssen wir respektieren und das müssen wir auch brutal ernst nehmen. Und dafür brauchen wir jeden Fan. Wir brauchen diese Unterstützung, wir brauchen das Bekenntnis zu unserer Mannschaft, wir brauchen diese Freude. Wir können nicht permanent voraussetzen, dass wir hier ein Feuerwerk abfackeln. Wenn wir dann am Ende wieder mit einem 1-0 nachher vom Platz dackeln, dann ist das auch wieder toll. Aber wir brauchen jetzt auch mal ein bisschen Euphorie von außen. Das hat die Mannschaft sich einfach verdient. Und das ist mein Appell an alle, die am Sonntag dann jetzt hier auf unsere Anlage kommen möchten und schönen Kunstrasenfußball sehen möchten. Auch ungewöhnlich für Regionalliga. Aber wir können garantieren, dass wir bereit sind, dass wir liefern wollen. Sag vielleicht nochmal auch, wie oft warum sich die Mannschaft das so verdient hat, wie oft haben wir trainiert. Ja, die haben keinen Tag frei gehabt in dieser Woche. Das sind ja dann schon 5, 6, 7 Trainingseinheiten. Ne? Wir haben tatsächlich diese Woche jeden Tag trainiert. Wir trainieren auch morgen früh, wenn andere auch noch ihr Frühstückscroissant gerade sich schmieren, dann trainieren unsere Jungs hier schon wieder. Bei Wind und Wetter, das ist unser Job, das wissen wir. Wir erwarten auch kein Mitleid, das gehört einfach so dazu. Aber Franks Mutter hat gesagt, wir sollen fleißig sein. Und dementsprechend haben wir dann auch diese Woche jeden Tag, manchmal sogar zweimal am Tag, dafür gearbeitet, dass wir die Punkte bei uns behalten. Denn als Selbstverständlichkeit erachten wir hier gar nichts. Und das wollte ich einfach nochmal loswerden. Ich freue mich und ich würde mich freuen, wenn sich andere auch freuen. Ja, das sollte es dann heute auch schon gewesen sein beim Adler TV. Nochmal Ollis Worte unterstrichen. Kommt alle zur Travemünder Allee 69C. Die Jugendmannschaften sind herzlich willkommen. Wir haben da auch eine Menge Freikarten verteilt für die Kinder, die waren begeistert. Und wir werden Gas geben. Wir wollen Regionalliga auch in Zukunft und den nächsten Schritt machen wir am Sonntag. Vielen Dank an euch. Danke.